Tiny bit. Lazy Beer Games. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Bunch Club. Wohl bekannt durch den einen lieben Gronkh, der das ja bis zum Erbrechen gespielt hat. Und ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Deswegen dachte ich mir, ey, cool. Will ich auch mal spielen, will ich mal antesten, wie es so ist. Deswegen spielen wir Bunch Club. So, Lair, einen Charakternamen eingeben. Wie nennen wir unseren Boxer denn? Am besten Mike Tyson oder sowas, oder? Aber wir schreiben den anders. Wie soll er denn heißen? Mike. Shit, ey. Wie schreibe ich das denn am besten? Am besten so, oder? Oder so? Mike? Mike Tyson. Schade, geht nicht. Mike Tyson geht nicht. Verdammt. Wladimir Klitschko geht auch nicht. Wen gibt's denn noch? David. Hey. Geht's auch nicht. Wen gibt's denn noch? Welche bekannten Boxer gibt's denn noch? Moha. Mit Ali. Geht's auch nicht. Verdammt, was nehmen wir denn jetzt? Ist aber nicht so einfach, da einen Namen einzugeben, weil uns auch nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. Wir nehmen nochmal dieses Mike Tyson. Schreiben wir mal so. Oder anders. Tyson. Nicht Tyson, sondern Tyson. Ja, ne? Tyson. Vielleicht auch so. Tyson. Mike Tice. Scheiße. Es ist nicht so einfach, einen vernünftigen Namen auszuwählen. Wirklich. Mike Tice. Mike Tice. Tyson. Der Original. Wollen wir aber nicht. Dr. Klitschko. K.O. Mike können wir nennen. K.O. Mike K.O. Ist das okay? Ja, ne? So, okay. Eines Tages werdet ihr besser sein als ich. Euer Potenzial ist grenzenlos. Gebt Acht auf eure Amulette. Sie werden euch dabei helfen, eure Talente irgendwas. War zu schnell. Eure Mutter ruft euch, lasst sie nicht warten, Kinder, es gibt Futter. Haut rein! Oh, was willst du denn? Ich weiß, dass du mir nie zuhören wirst, der Tod ist... Ja, oh, oha. Ach, das war... Ah, jetzt check ich. Das war unser Vater und... Ja, er wurde erschossen. Sei nicht traurig, mein Sohn. Du musst jetzt stark sein. Stärker als ich. Versprich mir, dass du fleißig trainierst. Und wenn du die Zeit gekommen bist, wirst du bereit sein. Kleiner, du bist jetzt auf dich allein gestellt, genau wie ich es war. Dein Vater hat mir geholfen, als ich Hilfe brauchte. Jetzt bin ich dran, ich werde mich um dich kümmern. Abgemacht? Ja. So, und da wären wir bei Bunch Club, das Telefon klingelt. Schnell mal dran gehen. Hallo? Schläfst du noch? Schwing deinen faulen Hintern noch vom Sofa und geh zur Arbeit. Wie wäre das? Okay. Keine Lust. Okay, Frank. Ich mach's. Großartig. Da liegt deine Zeit, ob du bestimmte Stellenangebote finden sollst. Bis dann. Wir haben nicht mal eine Arbeit und der sagt, wir sollen zur Arbeit gehen. Keine Zeit, um mir einen Job zu suchen. Ich muss trainieren und frühstücken. So, gehen wir mal rein in die Tür. Ich sollte ein paar Liegestütze machen. Okay, da vorne der Teppich. Der fliegende Teppich, den nehmen wir. Hua. 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 Ha. Aha, okay, hier. Stärke, Geschick und Ausdauer. Erhöht Energieregeneration. Ausdauer, okay. Dann gehen wir mal wieder durch die Tür. Ist das unsere geile Karre? A-Team geklaut, oder was? Da sollte noch Essen im Kühlschrank sein. Okay, gehen wir mal. Kühlschrank. Da steht Wasser auch oben drauf. Eine Tiefkühlpizza. Hauen wir mal rein. Okay, jetzt bin ich bereit für einen Job. Hauen wir uns mal in der Zeitung an. So. Zeitung.
Nicht gerade der beste Job, aber was soll's? Was gibt's denn zu Angebot? Ah, was? Baustelle oder was, ey? Kein Bock, ey. Supermarkt. Ach, nee, kannst du ja nur einkaufen. Scheiße, wenn wir verbraucht Zeit und Gesundheit, um Geld zu verdienen. Okay. Ah, wie viel Money haben wir? 35? Entfernung 6 Kilometer. 3 Stunden? Nein, wir fahren mit dem Bus. Wow, deine Kleider, gib sie mir sofort. Verdammt, wer ist das? Juhu! Na, wir kämpfen. Oh, Tipp. Wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle leeren Felder. Talente sind in verschiedenen Tabs sortiert. Offensiv, defensiv und so weiter. Okay. So, was haben wir denn? Schlag. Oh. Sonst haben wir nur Verteidigung. Und das war's. Der andere ist gesperrt. Was ist das denn hier? Ausgewogene Taktik. Boah, der Fettsack, der ist doch viel stärker. Guck mal, der macht uns doch voll platt. Wir haben 8. Boah, das ist ja Katastrophe. Naja. Oh, viel weniger Energie auch. Boah, Mann, ey, kämpfen wir mal. Ach, Strategie sollen wir auch noch wählen. Wo ist die denn? So, kämpfe. Ah, jetzt. Ah, das wird doch eh nichts, Leute. Der macht uns doch fertig mit dem Basie. Boah, das war ein relativ kurz und schmerzloser Kampf. Ich hoffe, er hat uns nicht allzu weh getan. Wir verlieren, logischerweise, ne? Das war ja nicht, ich sollte härter trainieren, ja, logischerweise, ne? Ziel erreicht. Das war, ey, wir haben gar kein Ziel erreicht. Du hast deinen ersten Kampf gewonnen. Fühl dich... Hä? Wie gewonnen? Fühlt sich komisch an. Was für gewonnen? Ich habe dich kämpfen sehen. Das war beeindruckend. Ey, Opi, klar, ich bin der Beste. Nicht? In der Schule nannten sie mich früher Wiesel. Ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, aber bin aber sehr flink. Ja, ich hatte schon immer einen guten rechten Haken. Ey, du hast ziemlich starke Arme. Ja, guck mal, ey. Guck mal hier, den Bizeps. Du hast Mutti mal geholfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Deine Arme sind richtig stark. Wow. Wow, cool. Mach dich frisch und dann komm in mein Büro vorbei. Dann unterhalten wir uns mal. Alles klar, okay. Erstmal trainieren gehen. So, Mick haben wir wahrscheinlich jetzt irgendwie in Kontakte getan. Ja, das wäre toll, wenn du ab in meinem Laden besuchen kannst. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist immer nicht angekommen. Okay, Apu. Apu. Apu von Simpsons. Apu, was machst du denn hier? Apu. So, oh, wir haben nicht mehr viel Geld, aber wir sind jetzt zur Baustelle gefahren, haben kein Geld verdient, weil die uns aufgehalten haben. Ah, verdammt, müssen wir nochmal im Bus fahren, ey. Warum können wir uns kein Auto leisten, ey? Du hast Mick getroffen. Er weiß viel übers Kämpfen. Etwas verbindet euch. Okay, das ist Mick. Oh, können wir irgendwas hier machen? Mick, ach hier. Wo ist Apu? Apu, wo bist du? Ist das nicht Apus Laden? Ja, gehen wir zum Mick. Hi! Wie ich dir bereits sagte, hast du Potenzial. Ich kann aus dir einen Champion machen. Wirklich? Cool. Das wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Ein Freund von mir betreibt in meiner Mukibude eine Amateurliga. Wenn du die gewinnen kannst, werde ich dich trainieren. Ich kratz fast ab. Nein. Geh zu Silvers Turnhalle, da kannst du trainieren, wenn du keine Lust mehr hast. Nur zu Hause zu trainieren. Aber wie viel Kontakt haben wir denn jetzt hier? Besuche Silvers Studio. Leute, wir sind ja nur hin und her am Reisen. Gleich sind wir pleite und das Spiel ist vorbei. Wenn du knapp bei Kasse gehst, komm vorbei und ich gebe dir etwas zu essen. Okay, guck, okay, gib mir was essen. Gib mir Essen. Nein, Mann, Alter. Bist du bescheuert oder was? Gib mir Essen. Dein Sack, ey. Jetzt kann er uns hier... Die meisten Leute sehen nicht dumm aus, bevor sie den Mund aufmachen. Ey, guck mal unsere Muckis an, ey. Guck mal, ey. Guck mal. So, was ist hier los? Charakterinformation. Wir sind so schlecht. Hier können wir nichts mehr machen bei Mick. Deswegen hauen wir mal ab. So, wir müssen in die Mokibude. Schon wieder 2 Dollar bezahlen. Ey, bye. Wir sind gleich pleite, Leute. Hi, Mick hat gesagt, dass du bei dir trainieren könnte. Big Mick. Ich dachte, der hat mit dem Boxen nichts mehr zu tun. Ich bin Silver. Du kannst hier trainieren. Warum auch nicht? Okay, kostenlos. Alles frei. Benutz alles. Brauchst keine Gebühr zahlen. Mick hat dir bestimmt von unserer Amateurliga erzählt. Du kannst gerne mitmachen. Oh, cool, ey. Wir haben ja erreicht den 5. Platz in der Liga. Meine Güte, wir haben ja viel zu tun, ey. Du siehst so aus, als könntest du kämpfen. Du wirst auf eine Übung kommen gegen mich. Okay. Alter, der ist auch voller Bastard, ey. Naja, kämpfen wir mal. Wir können eh nichts auswählen. Kämpfen wir mal. Fight! Bam, Alter, guck mal, wie wir den fertig machen. Krass, Alter. Der lässt sich schon einfach aufs Maul hauen. Der zieht gar nichts ab, ey. Was ist das denn? Hau drauf, ey. Oh.
Weich aus! Drauf! Oh, erste Runde vorbei, oder? Runde 2 von 3. Okay, wir haben es gut getan. Los geht's, weiter geht's! Hau, hau, hau drauf, hau drauf, hau drauf! Bam, 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 bam! Gib ihm, gib ihm! Gib ihm volle Pulle! Oh, das hat wehgetan, ey. Komm, 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 komm! Oh, shit, ey. Wir müssen die zweite Runde irgendwie überstehen, ey. Komm, gib ihm! Einen Kinnhaken! Der ist auch voll unfair, der hat so einen Schutzarm am Kopf, ey. Wir gar nichts, ey. Wir sind so schlecht. Komm, 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 die. Oh, die zweite Runde, ey. Die haben uns gerettet, ey. So, was hat der? Guck mal, was er alles hat hier. Blocken, Ausweichen, Tritt und Schlag. Wir haben nur Blocken und Schlag. Wir können nicht mal treten, ey. Was für Loser, ey. So, bam, bam, bam. Direkt aufs Maul, ey. Die Anfang der Runde. Oh, 38 nur noch. Shit. Oh, oh. Komm, komm, gib ihn. Angriff ist beste Verteidigung. Boxing kaputt. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, alter Mann. Gib ihm, ja, hinterher. Die ganze Zeit links, rechts, links, rechts. Volle Pulle drauf, Junge. Ja, Mann, wir haben die drei Runden überstanden. Geil, ey. Oh, 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 das wurde noch knapp, ey. Lose? Warum lose? Ich verliere. Wieso? Wieso denn? Wieso verliere ich? Das sehe ich nicht ein. Nicht schlecht, aber deine Verfassung ist alles andere als gut. Ja, okay, ich gebe es zu. Ein bisschen zu viel Pizza gegessen. Du kannst ihn trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du Mick kennst, bekommst du einen Rabatt. Ah, ich dachte schon, wir können umsonst trainieren. Schade. Du musst Level 5 oder deine Werte erreichen. Ein Kinderspiel. Du kannst dich im Ligakampf anmelden. Du siehst einen gelben Button auf dem Liga-Button. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Hä? Muckibude? Nein, jetzt nicht. Wollen wir nicht. Wir gehen jetzt mal. Ach, das ist, ach, da ist die Muckibude. Ah, okay. Der hat's ja gerankt, 12. Letzter Tag anmelden. Melden wir uns mal an. Nächster Kampf in 2 Tagen. Oh, papa. Wenn wir mal zurück in das Haus. In das Haus. Nochmal Geld ausgeben, ey. Schon so viel Geld ausgegeben und nichts verdient, ey. So, was können wir machen? Wir können trainieren. Was haben wir denn hier? Essen. Wir haben bald Hunger, ey. Haben wir schon überhaupt was eingekauft? Ah, Tiefkühlpizza. Ein Stück haben wir. Eine Pizza haben wir noch. Die essen wir mal. Na, dann können wir noch schnell trainieren, ein bisschen. Ein bisschen ein paar Liegestütze machen. So, komm, Junge, gib alles. Gib alles. Oh, oh, Gesundheit ist 92%, das ist so in Ordnung. Hunger hat aber noch ein bisschen und Stimmung und was ist das? Energie. Energy. Oh, das wird gut. Das sieht gut aus, Leute. Nur der verhungert gleich. Erster Tag. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn der Tag vorbei ist. Oh, geil. Oh, der ist müde, oder was? Muss er duschen, oder was soll das heißen? Gehen wir mal in die Tür. Ich glaube, der ist durstig, oder? Trinken wir mal was. Eine Limonade. Gehen wir wieder trainieren. Ich glaube, der hat gar keinen Bock zu trainieren, oder? Er will schlafen, oder was? Was will der? Was ist los mit... Ey, Moment. Können wir rausgehen? Ah, können wir nicht. Voll doof, ey. Wir können nur hier den Teppich benutzen. Ein Auto können wir nicht benutzen. Wir haben hier ein Auto und fahren mit dem Bus. What the fuck, ey? Was ist das für ein bescheuerter Scheiße? Ja, gehen wir mal rein. Und legen uns schlafen. Und dann... Obwohl, ne, wir legen uns nicht schlafen. Wir gucken ein bisschen Fernsehen. Ey, Katze, miau, miau. So, ein bisschen chillen. Okay, das reicht. Und somit, ja... Erstmal wird hier erstmal ein Ende gesetzt und dann schalten wir in der nächsten Folge ein. Ich bin gespannt, wie ihr das Spiel aufnehmen wird. Und irgendwie freue ich mich drauf. Ja, cool. Bis zum nächsten Mal.